Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. Ich bin hier gerade mal in den Turm des Zauberers gegangen, weil es draußen einfach viel zu laut ist. Und ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Und ich habe hier eine tolle Schriftrolle wieder bekommen. Werden wir gleich einsetzen. Aber jetzt geht's erstmal wieder raus in die weite, blöde Welt, wo mich Leute angreifen. Ach, zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Ist zwar nicht mein Zuhause hier. Mir ist aufgefallen, dieser Dude hat überhaupt kein Zuhause. Wir haben kein Zuhause. Wir bauen uns hier eine schöne Insel auf, aber wir haben kein eigenes Zuhause. So, ab ins Getümmel. Oh mein Gott, ist das alles laut hier. Ruah! Auf jeden Fall, wir haben hier Industrieller, bla bla. Wir setzen wieder die ganzen Schreine ein, weil die einfach mega gut sind. Oh ja, verkaufe Items für den doppelten Preis, finde ich sehr gut. Denn ich habe gleich vor... Hallo, hört ihr mich doch? Hallo? Hallo? Ist das vielleicht ein bisschen zu laut? ich habe gleich vor, ganz viel Zeug zu verkaufen, weil heute werden wir auf jeden Fall die letzten Inseln uns holen. Dafür brauchen wir ungefähr 100.000... 100.000 Gold. Sollte ganz gut gehen. Mit dieser komischen Schaufel, die wir gerade haben, ist das mega gut alles, weil man übelst schnell Sachen bekommt. Wir können einen Dämonenbogen herstellen, das werde ich einfach mal machen. Und ich wollte noch eine weitere Sache machen, aber ich habe gerade vergessen. Was? Ich brauche für alles Glasfaser. Warte, konnte man Glasfaser in der Fabrik herstellen? Ja. Aber dafür brauchte man Plastik. Ach, jetzt ist das hier wieder alles ultra laut, Leute. Ich weiß nicht. Bogen ist sofort fertig. Pfeile explodieren, jetzt bei einem Treffer. Das ist toll, aber ich nutze den Bogen sowieso nie, deswegen ist das eigentlich relativ unnötig. Aber wir verkaufen jetzt unser ganzes Zeug, das ist gerade ein bisschen mehr wert. Hier, 7 goldene Eier. Warte, okay, wir verkaufen erstmal eins. Eins sollte 500 wert sein, wir haben jetzt 17,1k. Wir verkaufen eins. Ja, also ein Ei ist einfach 2000 wert oder sowas. Können wir auf jeden Fall alle verkaufen, diese goldenen Eier, die brauchen wir nämlich nicht. Und diese komischen Schriftrollen des Dämons sind zwar auch ganz nett, aber verkaufe ich auch mal. Und dieses Königsstall ist dann auch mega viel wert. Und jetzt gerade, wo halt alles wirklich so mega viel wert ist, können wir das eigentlich wirklich alles mal verkaufen. Und dann sollten wir... 144 sollte lang, oder? Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt die restlichen Inseln kaufen können. Da fehlen nämlich nur noch die, die hier unten sind. Und dann haben wir alles. Immer so eine richtig günstige. Oh, sogar mal ein neuer Schrein. Sollte easy peasy dann... Oh, ich dachte, die würden noch mal teurer werden. Ach, wir hatten ja noch dieses Kolonist-Ding, dass das alles günstiger wird. Cool, damit haben wir auf jeden Fall alle Inseln. So, was haben wir hier? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir haben hier noch so ein Altar, wo man seine Leben opfern kann auf jeden Fall. Hier fehlt auf jeden Fall auch ein Bergbaulaser. Da haben wir noch so einen Rätselschrein, nenne ich die mal. Schauen wir da doch einfach mal als erstes rein. Wir sind auch gleich wieder Tufe 49, aber keine Ahnung. Okay, das ist wieder... Ist das einfach wieder... Genau, dass alle um ihn rum einfach ausgehen. Die müssen wahrscheinlich alle wieder einfach nur... gedrückt sein und dann hat man es geschafft. Diese Rätsel finde ich eigentlich immer gar nicht so schwer, meiner Meinung nach. Weil man muss ja nur darauf achten, dass die Kanten halt gedrückt sind. Ah, nee, man sollte sich vielleicht von... So, das ist vielleicht doch ein bisschen schwerer. Von außen nach innen sollte man sich vielleicht bemühen, die alle zu klicken. Okay, das ist jetzt natürlich blöd hier. Oh, kann vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich mache das als Verschnellerung. Danke. Das hat fucking lang gedauert. Okay, wir kriegen ein paar Kisten, wo zumindest Geld drin ist. Das ist auch schön. So viel Rumprobiererei hier. Ohne Witz. So. Bitte, sei bitte irgendwas Gutes. Feuerastronom. Feuergalaxie-Siegel. Nur für jede, die schwierigsten Rätsel gemeistert haben. Ganz toll. Ja, also irgendwie, man muss auf jeden Fall auf eine Seite gehen, also alles erstmal auf eine Seite bringen. Und ich habe die ganze Zeit leider falsch überlegt. Ich dachte immer, wenn ich den hier drücke, den einen, dass dann auch der hier runtergeht. Aber ist er gar nicht, das habe ich relativ spät erst gecheckt. Aber das ist eigentlich nur Rumprobiererei, glaube ich. Okay, haben wir das auch, das ist doch schön. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder so einen Altar, der uns wahrscheinlich Geld abziehen möchte. Dafür kriegen wir aber Münzen, die wir nicht brauchen. Das ist doch schön.
Erhöht Schaden permanent um 1. Okay, nehmen wir das. Gut, also jetzt haben wir hier auch außerhalb von dem Labyrinth so ein Altar. Ganz toll. Hier haben wir einen Dungeon noch. Der wird bestimmt interessant sein. Hier haben wir noch ein paar von den Patronen, die wir auftauen müssen. Das ist ja auch alles easy. Ja, ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall hier fertig, oder? Leider auch nur Geld drin. Was wir halt gar nicht mehr brauchen. Hier haben wir noch so ein Schrein. Was hat der denn für uns? Industrieller. Okay, nehmen wir auf jeden Fall. Und was will der Dude von uns? Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Hallo, hast du was zu sagen? Oh, ich mag dich nicht. Lass mich in Ruhe. Aber warum denn nicht? Ja, du bewachst dir doch den Schrein. Du musst ein netter Kerl sein. Okay, er mag dich nicht. Vielleicht mag er mich später nochmal. Hallo. Hallo, ich bin jetzt hier. Wegen dir habe ich Panik. Was? Panikschmerzen? Was soll das denn sein? Das tut mir leid. Hast du zugenommen? Okay, der ist nicht nett. Der ist doof, der Dude. Okay, hier wird auf jeden Fall schön produziert. Wir haben auch noch richtig tolle Sachen hier. Wir haben so ein Ding oder so ein Ding. Und dann können wir das nochmal machen und alles in Sachen verwandeln. Und hier Skillpunkte und alles. Alles richtig knorke hier. So, können wir hier vielleicht ein Dämonenschwert herstellen? Ich habe hier auch immer noch nicht das letzte. Wieso nicht? Lass mal kurz in die Skills reingucken. So, wir hätten hier Lehrlingstrank und so. Alchemie, ich hab, glaube ich, auch noch neue Sachen zu bauen. Lass mal dieses Glücksspiel-Ding holen. Die müsste ich dann aber auch wirklich mal alle bauen. Ich mach das immer nicht. Hier Vorrat, warum nicht? Verkaufen wir mehr Items, das ist bestimmt gut für unsere Abenteuergilde. So, und dann haben wir nämlich noch ein paar Sachen. Wir haben... Hier kann das bestimmt hin. Wir haben unter anderem ein Kraftwerk. Das können wir einfach mal hier irgendwo hinstellen, ist ja egal. Schauen wir uns gleich an. Ansonsten haben wir noch... Es fehlt irgendwie noch voll viel, was wir bauen können. Hier so ein Spielautomaten daneben. Warum denn auch nicht? Und wir hätten hier nämlich noch einen Kessel, wo man dann irgendwas braten kann. So, drei neue Gebäude. Schauen wir uns die an. Der Kessel kann Bomben herstellen. Hier kriegt man die Bomben her. Und Heiltränke, wofür auch immer man Heiltränke bräuchte. Will ich nicht. Und okay, das ist tatsächlich ein Slotautomat. Ich will das grün. Und... Okay, nach dem roten. Nee, oh. Okay, und das kostet jedes Mal 85 Münzen. Jo, ist klar. Was kann der, das Ding hier? Hallo? Habe ich den falsch hingesetzt? Guck mal, der macht gar nichts. Muss die neben irgendwas nebenstehen, damit sie irgendwas macht? Okay, die verstehe ich nicht. Will jetzt, glaube ich, hier mal alles abgeben, was wir so haben. Und wir können eigentlich beim Altar unsere Leben auch mal opfern und hoffen, dass wir irgendwie ein paar Tränke bekommen. Weil Tränke werde ich, glaube ich, niemals in meinem Leben hier herstellen. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Wo war der Altar? Irgendwo hier links, ne? Ja. Sterbt, könnt ihr alle gar nichts. So, hast du Tränke für mich? Erhält ein paar Tränke, genau das wollte ich doch. Dämonische Magieschrift, dann wollte ich nicht. Ich will Tränke, ja, gib mir alle Tränke. Okay, das... ich glaube, das sollte lang für alles Mögliche. Wir können auch mal beim Marktplatz gucken, weil im Marktplatz haben wir ja gerade mehr Platz geholt. Guck mal, da haben wir zum Beispiel Scheiße, die wir auch noch kaufen können. Dann lass doch die einfach mal mitnehmen. Kekse wollte der ja, glaube ich, nicht haben, oder? Ich weiß nicht. Ich kaufe alle Scheiße. Gib mir all die Scheiße. Wie viel Scheiße haben wir denn jetzt? Wir haben noch 199. Fehlen nur noch 300. Das ist doch nett. Immerhin. So. Leder. Leder hier. Leder fertig. 7 Stück. Perfekt. Aber ich glaube, diese Tränke können wir jetzt auf jeden Fall einige abgeben. Hier, die können wir abgeben. Einen dieser blauen Dinger. Den will er bestimmt auch haben. Die nicht mehr? Doch, auch. Okay, gut. Mehr haben wir nicht. Da fehlen immer noch 4 Stück, aber das ist okay. Ich weiß, dass wir schon mindestens 2 von denen mal hatten, aber whatever. Komm, wir opfern einfach alle unser Leben. Wir brauchen unser Leben sowieso nicht. Uns kann eigentlich nichts anhaben. Und selbst die schwersten Typen hier, die ab und zu einmal treffen, selbst die machen halt nur 2 Schaden. Also komm, hier. Was hast du schon noch für mich? Magieschriftrollen will ich nicht. Schaden erhöht um 1. Okay, von mir aus. Was hast du noch? Wahnsinn. 3 Stufen erhöhen. Ja, finde ich gut. Gib her. Gib her die 3 Stufen. 52. Wir haben halt auch noch 11 von den Dingern. Heißt, wir brauchen nur noch 1 bis 2 Level. Und dann könnten wir die einfach die ganze Zeit einsetzen. Wir können sie auch eigentlich jetzt schon einsetzen, aber ich weiß nicht, Leute. So, ist auch kackegal, was wir hier mitnehmen. Kochen, kochen, da kochen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, wie man hier kocht in diesem Spiel. Jetzt haben wir endlich mal einen Kochtopf. Oh Mann, ey. Okay, hier Optik, warum auch nicht. Ist zwar super unnötig, aber... Ist egal, wir haben so viele Skillpunkte. Wir schalten jetzt einfach alles frei. Und ehrlich gesagt, ich bin am Hadern, ob ich nicht einfach meine Bewährungsdinger hier einfach mal einsetzen soll. Damit wir volles Level haben. Mit diesem Kackhaufen auf dem Kopf werden wir garantiert auch noch mehr Kacke und so irgendwie holen. Hier müssen wir halt auch noch rein.
Ein Leben möchte ich aber ehrlich gesagt noch behalten. Guck mal an, Leute, was wir hier haben. Wir haben doch noch diese anderen Tränke. Ich glaube, wir haben alle Tränke, die wir brauchen, oder? Um das alles abzugeben. Ja, jetzt fehlt nur noch dieser große rote Trank. Und dann sind wir eigentlich... Dann sind wir auch mit dem hier durch. Das... Ein großer, roter, komischer Trank. Ach, guck mal, hier ist er sogar. Wir haben sogar diesen großen Trank. Wir haben einfach alles bekommen, Leute. Alles, was man brauchte. Jetzt können wir hier das Ding abgeben, haben auch die Alchemie fertig und richtig schöne Elfenohren oder so bekommen. Und ich glaube fast, wir können jetzt einfach die ganzen Bewährungsdinge einsetzen und haben dann volles Leben, oder? Ja, wir haben 12 und das Maximallevel ist 65. Ja, komm, wir setzen sie jetzt alle einfach einmal ein. Für Stufenaufstiege. Weil wir es können, Leute. Wir kriegen sowieso noch mehr von denen. Und später kann man die auch einfach herstellen. So, hier. Wir werden jetzt einfach maximale... Oh, das war falsch. Verdammt! Ich habe einen für Leben eingesetzt. Das wollte ich nicht. Oh, nö. So, Level 2... 63. Eigentlich hätten wir das wirklich aufbewahren sollen für die allerletzten Level. Das wäre schlauer gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen sowieso noch diese Bewährungsdinger. Bewährung. Ja, Bewährung ist richtig. Ich habe gerade an Gefängnis gedacht und Bewährungsstrafe und so. Aber das ist ja was anderes. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall hier richtig viele Skillpunkte erstmal holen. Scheißegal was, einfach gucken, was wir danach haben. Ist ja egal. So, ja, zwei fehlen hier unten noch. Magie haben wir echt uns nicht so gut drum gekümmert. Aber jetzt haben wir hier fast alles voll. Das sieht schon mal ganz nett aus soweit. Ich habe gesehen, die Schreine laden jetzt doppelt so schnell auf oder sowas, stand da. Wir nehmen auf jeden Fall Ausgräber mit. Dann nehmen wir Bauer, warum nicht? Ist hier nochmal... Ja, Industrieller. Das finde ich immer am besten, dieses Industrieller. Und Gelehrter, warum nicht? Ein paar Schriftrollen. Kann man ja immer mal gebrauchen. Kann man die hier einfach so... Wird hier auf jeden Fall wieder richtig geil produziert. Ich glaube, wir kriegen halt trotzdem sehr, sehr schnell alles, was wir so brauchen. Also von den Leveln her. Guckt euch die Levelanzeige an. Wir leveln einfach übel schnell jetzt. Ganz ohne Witz. Haben wir noch eine Level? Dings hier bekommen? Ja. Ach du Kacke, diese Level... Schriftrolle hat auch mega viel gebracht jetzt. Ach, so schön. Oh, wo wir gerade den Buff haben, wir sollten auf jeden Fall noch den Schrein hier oben dann aktivieren. Der macht, dass wir doppelt so viele XP bekommen, wenn wir Sachen produzieren. War der nicht irgendwo hier oben? Ja, der hier. Hier, aktiviere ihn. Wieso geht das nicht? Nein, ich kann den Schrein nicht aktivieren. Ah, man kann die wahrscheinlich nicht zusammen aktivieren. Okay, das ist schade. Oh, ey, wir sind einfach viel zu OP. Ohne Witz, in diesem Spiel ist aber am Ende einfach ultra OP. Oh, endlich wieder ein bisschen ruhig hier. Einfaches Amulett. Was ist das denn? Auf jeden Fall mal herstellen. Keine Ahnung, was es macht. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht das Amulett? 25% mehr Ressourcen auch noch. Oh Gott, man kann hier einfach alles machen, was man will. So, warte. Konnten wir noch irgendwas bauen, was wir davon nicht bauen konnten? Wir haben jetzt eine Blumenpresse zumindest. Ja, setzen wir die doch mal hier hin, oder? Blumenpresse, da. Blumenpresse haben wir. Was haben wir noch Neues? Eine Balliste, warum nicht? Hier, greif Sachen an. Die Balliste greift wahrscheinlich einfach Gegner an, oder? Das heißt, es war jetzt dumm, dass wir die da hingestellt haben, aber ist auch egal. Dann haben wir noch einen Leuchtturm, der irgendwo hin kann. Hä, kann er nicht? Ah, der muss wahrscheinlich ins Wasser. Habe ich noch irgendwo Wasser übrig? Hier könnte ein Leuchtturm hin, oder? Mit ein bisschen Glück. Können wir hier so ein bisschen was wegmachen? So, hier passt doch locker ein Leuchtturm hin, ja. So, keine Ahnung, was der Leuchtturm macht, aber der leuchtet für die Schiffe, die hier ankommen. Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall 5 dieser Dinger hier abgeben. Ich habe vergessen, wie die heißen. Und wir brauchen nur noch ein Elektronik, dann sind wir mit dem auch fertig. Alchemie war fertig. Archäologie, das wird ewig dauern mit Archäologie. Und dann fehlt nur noch Kochen. Kochen will was haben? Diese okay, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Oh, Whitey, die wollen nämlich doch Kekse haben. Das können wir uns ja einfach kaufen. Das müssen wir ja gar nicht selber herstellen. Paul, wie wir sind, kaufen wir uns den Kram einfach. Hier... Nein, hier gibt's keine Kekse mehr. Wo sind die Kekse hin? No. Okay, das ist schade. Vorhin hat er noch Kekse angeboten gehabt. Okay, dann müssen wir kochen. Wir brauchen Suppe. Dafür brauchen wir Flaschenmilch. Okay. Cool, dann bringen die komischen Schweinchen da doch mal was. Hallo, kleine Schweinchen, wo seid ihr? Da, wir brauchen Milch. Und zwar mindestens 5. Haben wir 5 Milch? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir haben... Ja, okay, jetzt haben wir 5 Milch. Dann kochen wir Suppe. 5 Stück. Okay, 5 Suppen. Das geht auch relativ schnell. Allerdings trotzdem mir noch zu langsam. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Kochtopf hier. Fleischspieße. Ja, nee. Also eigentlich will ich nur 5 davon haben. Das finde ich auch schade, dass es am Ende jetzt relativ... Oder sehr... Es ist egal, ob man isst oder nicht. Das war am Anfang noch anders. Da muss man die ganze Zeit essen, damit man nicht stirbt. Aber jetzt doppelte Items. Hey. Jetzt ist das egal. Wir brauchen Zucker. Oh nö, das kriege ich doch alles nicht hin. Wo soll ich den Käse und so einen Kram herkriegen?
Okay, das wird nichts, aber wir können auf jeden Fall zwei Sachen abgeben. Und zwar die Fleischspieße, dann kann ich die schon mal durchstreichen auf meiner Todesliste hier. Suppe abgeben, Spieße abgeben. So, Eiscreme, Sandwich, Kekse. Merken wir uns. Aber was macht denn der Leuchtturm? Man kann da ja auch nicht reingehen oder so. Keine Ahnung, was der machen soll. Ich glaube, der macht einfach nur Licht in der Nacht. Aber was weiß ich schon. Ich hole mir hier ein bisschen Zeug. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich habe einfach viel zu viel Stuff in meinem Inventar. Ja, hier, nimm alles Weisheit und den ganzen anderen Kram. Game over? Oh, ich bin tot? GG. Okay, anscheinend machen die doch ein bisschen Damage. Gut, dann würde ich aber sagen, mit diesem Tod, 12 Stunden, ja, das Spiel soll auf 15 Stunden gehen, würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Wir haben nicht wirklich viel gemacht, glaube ich. Aber wir haben alle Inseln gekauft. In der nächsten Folge gucken wir uns dann den letzten Dungeon an, den wir da noch haben. Machen die letzten Rätsel fertig und geben, glaube ich, auch alles in der Abenteuergilde ab. Und dann sind wir endlich fertig mit diesem Spiel. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.